Hallo, weg. Boah. Willkommen zurück zum Angespielt von Minecraft Snapshot 1.16. Boah, das dachte ich schon, ey. Gott. Ey, was habe ich hier noch platziert? So, wie ihr seht, habe ich mir nicht lumpen lassen und Schildkröten eingesperrt. Ich habe einfach zwei ummauert und habe dann ringsum ein Gehege gebaut. Und jetzt, jo, ist schon ein bisschen mehr los. Warum gibt es jetzt endlich einmal Junge? Und wenn die Jungen zu großen Schildkröten werden, dann lassen sie das hier fallen. Hornschild? Wusste ich gar nicht. Und glaube ich, mit dem Hornschild, ich hoffe, es reichen sieben, aber ich glaube, man muss es wie ein Helm, glaube ich, anordnen oder so. Boah. Jetzt gerade im Moment ist echt viel los. Cool. Also, dann hoffen wir doch, dass bald auch mehr Hornschilder hier platziert werden. Ich muss unbedingt ein bisschen ausleuchten. Das ist schrecklich, wie die Skelette hier. Und die Zombies. So, noch mehr Pfeile, sehr gut. Boah, ich habe so lange gearbeitet. Bist jetzt hin? Ah, ein Trunken, da bist du Skelett. Ja, dann stirb ich. Aber Trunkene möchte ich gerne noch haben. Komm mal hier hin, bitte. Nochmal eine Trunkene, cool. Nicht schlecht. Ja, genau. Na, da macht ihr gerne, gut zwar, ne? Oh mein Gott. Was ist denn heute los mit Minecraft? Ja, das Skelett ist immer noch da. Wie es die ganze Zeit dreht. Ja, die KI von Minecraft. Was wir brauchen ist Essen noch. Machen wir doch das gleich mal. So, und ja, ey, Minecraft macht so viel Spaß, aber es ist so, es geht manchmal so lange, um bestimmte Sachen zu machen. Es muss einfach ein bisschen beschleunigt werden, liebes Minecraft-Team. Gell? Ja, ich weiß, es ist schwer, ganz ein kleines Team, aber mach doch mal ein bisschen vorwärts, danke. Jo, ich bin nämlich, ja, nicht immer so motiviert, Minecraft zu spielen, aber es ist schon gemütlich. Es ist mir einfach noch zu gemütlich, das Minecraft. Es muss ein bisschen stressiger sein, ein bisschen mehr zu machen in kürzester Zeit, das weniger zu machen in längere Zeit sein. Wer hat hier eigentlich gegraben? Da muss natürlich auch noch ein bisschen hin. So, jetzt haben wir alles. Also, was machen wir denn heute? Wir machen heute weiter mit. Naja, wir machen jetzt mal alles Neues. Dafür brauchen wir Basalt, wir brauchen Seelenerden, Erde. Wir brauchen. Ja, so ein Sand nicht. Pilzlicht vielleicht. Also die Seelenerde müssen wir platzieren. Nehmen doch gleich noch das Feuerzeug mit. Seelenerde wird platziert und angezündet. Und was kommt raus? Blaues Feuer! Jetzt, wie macht man das blaue Feuer weg? Mit Wasser? What the fuck? Es fließt nicht. Abbau. Wie macht man blaues Feuer weg? Ich brauche das nämlich als Rohstoff. Ich schau mal kurz nach. Blaues. Blasensäule. Blasensäule. Was ist eine Blasensäule? Luft. Okay. Eine Blasensäule ist das Luft und sowas. Das Blubben, Blubben. Okay. Blaues. Nein. Blaues. Nicht blaues. Blaues Feuer.
Okay. Generierung. Ewiges Feuer wird von Fehlgenerator flächenweise auf Netorek im Neffe erzeugt. Ah, das ist ewiges, das ist das rote Feuer, das immer brennt. Bettexplosion. Seelenfeuer. Also es ist halt Feuer und Feuer, Seelenfeuer. Ding, aber wie macht man jetzt? Okay. Es ist alles nur über Feuer, aber über kein Seelenfeuer. Gut, aber was kann ich jetzt mit so Seelenfeuer machen? Ich muss doch irgendwie Fackel. Gehen wir mal nach Fackel. Ich brauche nämlich die blaue Fackel. Ah, die macht man aus dieser Seelenernte. Und wie tut man die Seelenernte generieren? Seelenernte generieren. Man kann Seelensand, Seelenerde noch nicht herstellen. Okay. Ja. Wir haben jetzt alle benutzt für ein bisschen Feuer. Deshalb, ja gut, holen wir dann einfach irgendwann mal mehr, wenn wir dann einen besseren Weg dorthin haben. Und bauen den wieder ab mit Erde wahrscheinlich, mit Schaufeln natürlich. Ja. So. Also. Ich möchte gerne jetzt kurz, wir haben alles, zeigen, wie das geht. Ich glaube so herum. Ja. Okay. Bei Seelenfeuerfackeln. Die machen nicht, dass diese Schweine, diese aggressiven Schweine, in die Nähe kommen. Oh ja, das sieht cool aus. So. Oh, man hat sehr viele Fackeln bekommen durch ein bisschen Seelen, so Ding, also Erde. So. Sieht doch viel schöner aus mit diesen Fackeln. Sie leuchten zwar, also sie brennen nicht irgendwie. Ist das normal? Ich denke, das ist normal, dass die nur so leuchten, nicht brennen. Okay. Also. Als nächstes möchte ich gerne noch, genau, das hier schmelzen. Geht nicht. Im Schmelzofen geht's sowieso. Ja, hier geht's. Okay, die möchte ich schmelzen. Mach noch ein paar Öfchen. Bruchstein. Ja, wir müssen ein bisschen meinen noch. Und wir müssen ja, sagen wir, ja, wir müssen noch viel machen, aber ja, einfach bauen. Aber ich möchte gerne die neuen Hölzer finden. Ja. Das ist das Problem, das nächste Problem. Was könnten wir jetzt in diesem Part noch machen? Jetzt bin ich vor lauter mühsamen Sandfarmen und Sandblöcke herstellen. Gar nicht immer so, was wir als nächstes eigentlich machen wollen. Aber da wir jetzt eine Spitzhacke machen konnten, gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen schon den Anfang machen von unserem Weg. Wir gehen einfach immer geradeaus und schauen mal, ob wir das neue Biom überhaupt finden. So. Jetzt müssen wir erstmal alles geradeaus. Eis platzieren oder so etwas. Was ist das schnellste Fortbewegungsmittel, das es gibt? Also Boden und so ändern. Ist immer noch Eis so? Oh, direkt mal die nette Festung. Sehr schön. Oh,
jetzt zu schnell ab war. Irgendwie müssen wir vorwärts kommen und einen Punkt haben, wo wir Dinge. Also ich mache das einfach dann später weiter. Aber ich möchte eigentlich jetzt zur Festung hochkommen. Und nochmals ein bisschen farmen in der Festung. Genau. So viel besser als irgendwie zu buddeln. Da haben wir schon mal ein Skelett. Danke, dass du so blöd bist. Wenn ich hier dich siegen lässt, dass ich siegen kann. So. Knochen, dankeschön. Ich möchte gerne ein paar Lohen farmen. Hier waren wir. Ja. Dankeschön. Au. Ich brenne das. So. Ach, das ist so. Zu Trager, den ich gebissen wird. So, das ist unsere beste Ruhe Farm. Ist eigentlich ganz mies. Sterben aber fast. Bisschen warten, liebe Zuschauer. Wir müssen leider noch ein bisschen Geduld haben. Feuer. Au, voll in die Fresse. Bitte, was macht ihr so? Zuschauer. Mein Kommentar, dass ihr aktiv seid. Oder nicht aktiv seid. Nichts. Natürlich blöde. So. Vielleicht von unten. Ich muss echt besser aufpassen. Ja. Wie macht man nette Vereinigungsstelle? Machen wir einen Low-Empfang. Ja, gut. Das mache ich mal ein anderes Mal. Mehr Geduld. Wieso hat man immer so viel Hunger? Das Hungersystem ist so kacke in meinem Kühl. Wenn man ein bisschen schlägt, hat man schon wieder Hunger. Habt ihr auch immer Lust auf Abendessen, wenn ihr am Abend ein bisschen gamet? Nee. Also, es ist unrealistisch. Es ist einfach nicht. Es ist nur nervig. Ja, das wird nichts. Ich muss noch ein Schwert sein. Gut. Also. Stimme. Also Allergie, nicht nerven. Okay. Gut. Erfahrung ja noch. Ab. Schon wieder essen. Ja, wir müssen nicht. Okay. Das Spannende ist wieder machen. Ja, ist natürlich schon ein bisschen. Könnten die nette Festung auch bald mal ein bisschen flach machen,
dass viel mehr Witter-Skelette spawnen können. Und ja, erstmal. Ich hoffe, das ist nicht ein Fehler. Dass noch andere aktiv werden hier. Aggressiv werden. Es ist fast ein bisschen zu leicht gewesen für diese Ansturm. Ihr wisst ja, in einem der ersten Parts, glaube ich, im dritten Part oder so, hatte ich natürlich noch keine Chance. Ohne Rüstung. Es macht viel aus, was man trägt. Sollte so gemacht werden, dass die Schweine-Zombies nur dann aggressiv werden, wenn sie es auch sehen. Weil sonst haben wir da irgendwo überall aggressive Schweine-Zombies. Ja. Die sind aber nicht aggressiv, oder? Ja, ja. Die armen Schweinchen sind ganz... ja, gezombifiziert. Die haben keine Seele mehr. Willenlose. Monster. Ganz arm, was die Entwickler da erfunden haben. Oh. Ja, vielleicht haben sie ja keine Probleme mehr, deshalb sind sie gar nicht so arm. Und wahrscheinlich auch keine Schmerzen. Und ja. Ja, ich möchte am Anfang eigentlich das Haus mit netten Ziegeln machen. Dass wir ein bisschen netter haben, aber die Biome, die sind viel zu selten noch. Also bei mir jetzt gerade im Nether. Und ja, also das Seelensandtal. Na, wie es heißt. Ich kann gleich mal kurz nachschauen, wie es heißt. Das haben wir gefunden. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich jetzt ein neues Biom ist. Ich dachte eher, es ist einfach ein Platz, wo es diese Basaltsäulen gibt. Aber gut. Ja, das ist nicht ein besonders anderes Biom gewesen. Aber dafür haben wir Basalt bekommen und blaues Feuer haben wir ja erschaffen können, aber das bringt uns da nicht viel. Was auch Schaden macht, und ich möchte nicht so viele Sachen, die Schaden machen, bei uns ein Haus haben, außer hinter Fenster natürlich oder so. Ja. Also was wir noch machen können, ist noch mehr Sand holen. Ich habe jetzt einfach Inseln befreit, also Inseln weggemacht. Ich suche eine Wüste, wo ich wirklich viel Sand abbauen kann. Und das können wir eigentlich jetzt in den nächsten Folgen machen. Aber ich werde natürlich nicht zeigen, wie ich Sand immer abbaue. Ich werde sehr wenig zeigen, was langweilig ist. Ja, jetzt haben wir 36 Level, jetzt machen wir mal keinen Quarz mehr. Ja, Gas besiegen könnten wir. Wir haben noch wenig Pfeile. Es sind gerade zwei, also lieber nicht. So, aber wir müssen leider jetzt zurück zum Portal finden. Müsste gleich hier links irgendwo sein. Glowstone brauchen wir jetzt gerade auch nicht so viel, oder? Ich erinnere mich nicht hier dran. Aua! Das macht weh! Okay. Direkt hier unten ist ein Fenster. Ich muss ja dorthin, wo wir den Weg jetzt gerade am Anfang des Parts gemacht haben. Markierung hin. Jetzt in welche Richtung haben wir das gemacht? Könnte hier unten irgendwo sein. Das Portal. Und jetzt müssen wir lieber nochmal. Komm, machen wir da nochmals den Weg hier durch. Hm.
müssen halt immer wie mehr solcher Wege machen, dass wir immer wieder nicht mehr hinkommen. Liebes Minecraft, nerv nicht. Bist doch nicht überfordert. Ah ja. Sieht man da irgendwo das Portal oder so? Das ist sehr komplex und verwirrend. Das könnte auch bei einem Ghast gewesen sein. Bisschen aus dem Kopf. Da ist auch ein Festung. Müsste eigentlich in die Richtung sein, wo wir jetzt schauen. Sie hochbuden kommen wollen. Ich brauche sowieso diese Blöcke noch. Vor allem die roten, die sehen so schön aus. Machen wir rote Ziegel. Hier aber nicht. Aber hier könnte die Festung weitergehen. Finden wir noch etwas. Aber wenn wir vorsichtig sein wegen der Lava. Da ist ja schon ganz in der Nähe dieses Biom. Gut. Aber hier ist es nicht. Schauen wir doch auf der anderen Seite. Kein Anhaltspunkt, nix. Drei Endermans. Ah, da sind wir wieder so. Okay, verstehe. Wir sind wieder hier. Aber wenn wir jetzt hier geradeaus gehen, kommen wir doch zu diesem Feld, wo wir rausgebuddelt haben. Also, das ist aber das Gebiet, das wir da haben. Was auf der linken Seite. Oh Gott, jetzt habe ich mich völlig verwirrt. Wo sind wir denn hier raus? Ah, hier unten raus. Ja, hier ist es. Okay, es ist gar nicht so weit weg von dieser Festung. Stimmt. Jetzt haben wir es. Also wir sind zu hoch gewesen. Wir haben es schon richtig gedeutet, dass das Portal da ist. Aber wir sind zu hoch gewesen. Oh, das ist schwer natürlich. Dazu stehen. Ja gut, wir hätten einfach hier auch runter können. Wir sind hier oben herumgelaufen, aber es nicht gesehen. Okay. Jetzt haben wir ja natürlich wieder den Platz. Was war das für ein Geräusch? Wahrscheinlich wieder ein Fisch. Ja. So, jetzt ist leider voll ziemlich. Jetzt machen wir mal das unnötige Zeug raus. So, also Bücher und Leder, die wir hier rein tun. Und hier das andere Zeug. Ja, und die auch. So. Dann mal schauen. Ja, ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir polished Basalt. Und das sieht, ja, so ziemlich holzartig aus. Dieses Oberteil vom Block rechts unten sieht aus wie die Jahresringe und die Rinde sieht auch aus wie Ding. Lass mal überlegen. Ich stelle mal einen hin. Es ist ja ziemlich schön. Tut auch immer in eine Richtung zeigen. Das sieht schön aus. Ich finde das richtig schön. Für den Boden sieht das episch aus. Okay, dann machen wir das und machen das Haus drauf. Das erste Haus wird wahrscheinlich einfach so ein Zauberhaus mit blauem Feuer, blauen Fackeln.
bis wir die anderen Rohstoffe haben. Und irgendwie, das habe ich auch irgendwie Lust drauf. Die als Stütze, als Fundament. Wir müssen das schon fast eins weiter machen. Abbauen. Den Block weitermachen. Jetzt kann ich hier die Tür machen. Ja. Okay. Und das war, was wird das Haus aus? Quarz? Oder? Ja, ich denke schon. Ja, es sollte nicht zu viel mit dem Karmesin-Stil bauen, da wir das sonst schwer eigentlich farmen können. Außer es wächst irgendwie. Ich probiere es mal aus. Irgendwie so wächst, wäre cool, aber ist auch so nicht 100% nicht so. Das ist gegen die Physik. Der Warzenblock. Was ist eigentlich mit einem netten Warzenblock? Kann man da irgendwas herstellen? Direkt aus dem Block? Wie machen wir netter Ziegel schon wieder? Dieser netter Rack. Im Ofen brennen. Hört auf, liebe Fische! Nervt nicht! Nervt nicht! Aus! Blöde Geräusche. Ja. Netter Warzen. Netter Warzen. Und die können wir auch noch ernten. Und nein machen. Wenn wir es doch brauchen. Aber jetzt möchte ich den Helm auch noch bekommen. Und zwar so. Ja! Sehr gut. Verzaubern direkt. Und hoffen, dass irgendwie etwas Gutes drauf kommt. Atmung, ja. Ja, ja. Schutz und Atmung. Wie lange können wir jetzt unter Wasser überleben? Also 10 Sekunden Wasseraffinität habe ich gelesen. Plus noch Atmung, gibt wahrscheinlich noch ein paar Sekunden mehr. Okay. Und lass wir auftauchen. Wie lange kann ich unter Wasser bleiben? Ja, dann weiß ich, was ich im nächsten in diesem Part mache. Fische fangen. Nein, nein, nicht Fische fangen. Okay, jetzt langsam gehen die Blasen weg. Okay, können wir noch gegen den? Da droppt auch nichts. Okay, ein paar Fische noch. Das sind eigentlich immer die gleichen Lachse, ne? Ja, gut. Also, haben wir leider keine Luft mehr. Keine Luft mehr. Naja, mit den Eisbären geht's immer nicht gut. Aber machen die keine Kinder? Macht mal poppen, komm. Braucht ihr ein paar Fische? Hier sind keine Fische.
Was ist die dann? Mauam. Gut. Als nächstes diese Ziegel machen. Ja, sehr gut. Also, wollen wir ein rotes Haus bauen? Ja, sieht ziemlich gut aus. Ja, gefällt mir noch nicht so sehr. Ich würde gerne auch ein bisschen weiß oder so haben. Ist es einfach? Doch, ich habe es noch angesehen. Gut. Alles Buch hat sich eh noch bewegt. Nein. Also ich möchte jetzt noch eine Diamantbrustpanzer oder so machen. Und dann meine ich mal noch zwischen den Folgen, damit ihr das nicht schauen müsst. Vielleicht finde ich ja noch eine Monsterfalle. Ich hoffe es jedenfalls, aber das ist eben das Karma, dass man dann echt keine findet. Ja. Dann ist wahrscheinlich Zeit, ja schon viel zu viel. Ja. Sorry für die langen Folgen. Aber okay, nächstes Mal ist Bauen angesagt und eben das Erkunden von Meeresruinen und Wracks. Eventuell sogar Wassertempel dann auch bald. Nehmen noch einen Wasseraffinität-Helm dann mit. Müssen halt noch mehr Skills haben. Aber gut, bis dann. Und ja, danke für die Interesse. Tschüss.